Schon mal Geheimtipp. 19.09. Sternlauf Flame for Peace. Das hier hat sich als das entpuppt, was ich unter der dicken roten Linie der Nationalpark-Wanderwegkarte zeigte. Kein Weg, sondern Trail bei Kilometer 31. Eine angenehme Überraschung bei der heutigen Streckenverifikation auf diesem Abschnitt. So, jetzt wird tatsächlich auch wieder auf den Weg gekommen. Aber der vorhergehende Abschnitt der Trail, das musste erst nochmal geklärt werden, ob der wirklich da ist. Denn bei einem Friedenslauf muss ich ja mit etwas anderem Publikum rechnen. Wenn ich da dann einfach so ins Blaue hinein in die Gegend laufe, die ich noch nicht richtig kenne, und dann sagen, ach, da müssen wir mal da rum, auch hier mal durch den Bach und auch kürzen wir hier ab oder versuchen wir uns da durchschlagen. Das könnte dann bei dem einen oder anderen nicht so gut ankommen. Ich kann es ja nicht riskieren, dass bei einem Friedenslauf dann ein Krieg ausbricht. Deswegen gucke ich mir so ein paar Stellen jetzt sicherheitshalber vorher nochmal an, dass ich dann im September die Gruppe ohne Komplikationen pünktlich möglichst in Vogelsang dann abliefere. Prima, bis jetzt sind alle Wege da, wo sie auf der Karte eingezeichnet waren. Zwischen Düren und Heimbach werden wir hauptsächlich breite Wege haben. Ganz kleines bisschen Trail nur. Hier oben werden die Wege offenbar ein bisschen rustikaler, aber die gesamten 36 werden recht gut zu laufen sein. Einzig von Heimbach über Mariawald gibt es einen ziemlichen Berg, den Bittweg hinauf. Aber der war gut zu marschieren. Also sollte das alles ganz gut klappen. Nein, nicht erschrecken, wie man sieht. Das ist tatsächlich der ausgewiesene Weg runter zum Oftsee und dann weiter nach Vogelsang, den wir müssen. Das wird ja hier zum Ende hin nochmal richtig interessant. Und zum Beweis, dass wir richtig sind, hier mal wieder Normalwege. Und da können wir unser Ziel Vogelsang auf der anderen Seite schon erkennen. Das wird dann unser letzter Anstieg sein. Da sieht man, dass man im Naturpark ist. Die Brücken, die Rohre wurden weggenommen und Trittsteine gelegt für die Wanderer. Eine Renaturierung. Das ist ja lustig hier, ne? Worum es geht, Flame for Peace veranstaltet am 19.09. Samstag einen Sternlauf nach Vogelsang. Da gibt es verschiedene Routen, bei denen es auch zwischendurch noch Einstiegspunkte gibt, für die, die nicht die ganze Tour machen wollen jeweils. Der Helmut Hardy wird von Aachen ausführen. Mit rund 47 Kilometern. Ich selbst führe aus Düren entlang der Ruhr und der Ruhrtalbahn nach Heimbach und dann über Mariawald hier rüber mit rund 36 Kilometern. Die Strecken sind auf flameforpeace.de auch schon einsehbar, wobei ich demnächst noch einen verfeinerten GPS-Track abliefern werde. Es gibt noch zwei ganz kleine Stellen, die ich mir vorher noch angucke, wo man vielleicht noch verfeinern kann. Jetzt ist noch eine Gruppe aus Vossenack vorgesehen und der Kollege Helmut Peters soll eine Gruppe aus Euskirchen leiten.
Alle Infos unter flameforpeace.de. Da unten stand ein Schild, 16%. Gut, dass ich gestern noch Butscheid Mountainman gerannt bin. Das simuliert jetzt die Müdigkeit, die wir dann im Flame for Peace haben werden, wenn es hier nach Vogelsang rauf geht. Der unterste Rand haben wir erreicht. Aber ich schätze mal, das Brimborium wird oben am Haupteingang sein. Und da sehen wir es. Was gibt es einen schöneren Anblick bei Kilometer 35 als sowas? Momentan noch alles Baustelle.